Hallo und herzlich willkommen bei Aquanozoo. Ich bin der Philippe und das ist der Nils. So sieht's aus. Kennt ihr ihn? Da ist er. Wir behandeln heute etwas, was wahrscheinlich viele von euch schon mal erlebt haben oder gehört von haben. Nämlich so ein kleines Problemchen im Aquarium, die meistens dann fies daherkommen, wenn es Samstagabend ist oder vielleicht auch mal Weihnachten, die Feiertage. Oder morgens nichts ahnt aufsteht, mit einer schönen Tasse Kaffee in der Hand, vor seinem Aquarium schlummert und sieht, da stimmt was nicht. Und wir haben hier so ein paar Sachen für euch nämlich mal aufgebaut, ein paar Tipps, wo wir der Meinung sind, das solltet ihr alles vielleicht zu Hause liegen haben, prophylaktisch, dass ihr euch davon nicht überrumpeln lässt und einfach agieren könnt und euren Fischen hilft. Ich hab zwar, ich weiß nicht, ob es bemerkt hat, der Nils ist richtig müde. Genau das ist gestern passiert. Ne? Mhm. Also Filter ausgefallen, sagtest du, in der Nacht? Genau, bei mir zu Hause in meinem Aquarium hatte ich das Problem. Deswegen haben wir heute spontan ja das Video gemacht. Er hat mich ganz früh geweckt. Genau, little problem. Ne? Aber auch kleine Lösung gleich parat. Was ist passiert? Bei mir ist ein Filter ausgefallen im Aquarium. Meine Fische standen an der Oberfläche oben ein bisschen japsend. Noch nichts Dramatisches, aber eben er lief nicht. Jetzt bin ich hier glücklicherweise natürlich an der Quelle. Aber so gut wie mir geht es natürlich nicht jedem anderen. Und was habe ich aber zu Hause gehabt? Ich habe einen kleinen Ersatzinfilter. Den habe ich immer liegen. Ich habe zu Hause einen Aquarium mit Außenfilter. Und dieser kleine Ersatzinfilter, den habe ich jetzt erstmal angeschlossen. Wenn ich jetzt heute am Feierabend mache, nehme ich mir ein größeres Modell wieder mit, schließe ihn wieder an oder mache den wieder gangbar. Alles gut. Aber das war jetzt die schnelle Lösung. Und das kann natürlich nicht jeder immer so schnell gewährleisten und bewerkstelligen. Und manchmal wohnt man vielleicht auch ein bisschen außerhalb und muss zum nächsten Zooladen weit fahren. Definitiv. Und dann ist es eben wichtig, dass man sich dann schnell helfen kann. Und das ist nur ein exemplarisches Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Probleme, die sich ereignen können. Und meistens eben zu super ungünstigen Zeiten. Das hat so die Erfahrung über die Jahre eben auch selber eingeplagt und auch gezeigt, das kann immer mal einen ereignen. Vielleicht mal, um das Beispiel aufzugreifen. Ihr habt einen Filter, einen Außenfilter am Aquarium dran. Von mir aus auch ein Juwelaquarium mit dem Innenfilter. Da fällt jetzt das System aus. Fische sind natürlich dann auch in Gefahr, Sauerstoffwerte wären ein Problem, die Schadstoffe, es zirkuliert alles nicht mehr richtig, die Schadstoffe werden nicht abgebaut. Also alles in Summe nicht so erquickend. Ja? Und dann wäre unser Tipp, legt euch doch einfach einen Innenfilter zur Seite. Der darf ausdrücklich auch viel zu klein sein. Also ein 50 Liter Filter wird schon reichen, auch bei 200 Liter. Genau. Also muss jetzt nichts Großes sein. Sag mal, der jetzt hier, den ich hier rausgesucht habe, von Eheim, ist tatsächlich ganz vorteilhaft, weil ihr könnt hier die Kammern einzeln rausnehmen, das für jede Aquariengröße anpassen und könnt auch den Durchfluss regulieren. Das kann aber auch jeder andere Filter sein. Es sollte so simpel wie möglich sein, der Filter. Am besten so eine Schwammfilternummer, ne? Weil biologisch einfahren ist da sowieso nicht. Es geht einfach darum, dass hier eine Wasserbewegung stattfindet, Sauerstoff rein kann und die Fische erstmal die Gefahr für ein paar Stunden gebannt sind. Füttern macht er in der Zeit auch nicht. Ganz wichtig. Aber was kann denn passieren, wenn der Filter jetzt nicht läuft? 24 Stunden, 48 Stunden, es ist ja Samstagabend, ne? Sonntag ist ja nichts geöffnet. Was könnte passieren? Die ersten 1, 2, 3 Stunden passiert erstmal gar nichts. Richtig. Und irgendwann ist es so, dass ihr das bemerkt. So hoffen wir. Manchmal bemerkt es aber auch erst später, weil man guckt nur so flüchtig rein, hat einen Termin, ah ja, Fisch alles schick, Licht ist an, das übliche Prozedere. Und irgendwann abends stellt man dann fest, Moment mal, da bewegt sich ja gar nicht mehr das Wasser in meinem Aquarium, was ist das denn? Und die Fische stehen aufrecht. Genau. Nach oben. Dann ist es meistens so, dass der Filter nicht jetzt geradeaus fiel, weil der hat ja nicht Hallo gesagt, ich wollte jetzt mal in Rente gehen, sondern der ist irgendwann kaputt gegangen oder hat einen Defekt und ihr habt das jetzt festgestellt. Und ja, ich sag mal so, spätestens am nächsten Tag wird es kritisch, manchmal auch bei manchen Fischen auch schon deutlich früher. Ja. Ne, Sauerstoffgehalt, Zirkulation, was wir schon sagten, das ist ein Problem. Und die Filterung, also so einen Filter sich hinzulegen, klar, was ist das für ein Investment? 25, 30 Euro aufwärts? Lass es ein 20 sein, zwischen, ja, wie du sagst, 20, 30 Euro. Das sollte sein Aquarium wert sein. Ne? Genau, im Prinzip ist der Filter ja das Herzstück des Aquariums und wir Menschen können uns nicht mal eben an Ersatzherz hinlegen, aber ihr habt die Möglichkeit. Ne? Das ist ein Lebenserhaltungssystem. Ja. Das ist wie ein Herzschrittmacher. Ne? Es genau. ist notwendig, es muss da sein. Wenn es nicht funktioniert, tadellos, gibt es Probleme. Preis ist nebensächlich, das kann wirklich auch ein günstiges Teil sein, weil es ist ja auch keine besondere Haltbarkeit, die da vorausgesetzt wird. Und es soll auch eben nicht das Hauptsystem 1:1 ersetzen, weil dann müsst ihr ja wirklich auch Geld wieder in die Ecke in der Regel legen. Sondern es geht wirklich nur zum Überbrücken, eure erste Hilfe, einen kleinen Ersatzinnenfilter, der ein bisschen Zirkulation schafft. Ja. Keine Pflicht, würden wir sagen, aber sinnvoll anzuraten, ist tatsächlich ein Ersatzheizstab, auch in der gleichen Größe wie den ihr schon habt. Warum? Weil Heizstäbe kosten alle annähernd gleich. Es macht gar keinen Sinn, sich einen billigeren hinzulegen, um dann den teureren nochmal zu kaufen, weil es ein Defekt ist. Viele würden jetzt denken, wofür brauche ich einen Heizer? Also 2, 3 Grad, das wird auf vier, fünf Tage nicht drauf ankommen. Was ist denn jetzt, wir haben jetzt Oktober, November, Dezember, es ist draußen, geht es dann mal knapp unter Null.
Abends wird es kühler, die Heizung in der Wohnung oder genau. So im Haus, die fährt nachts auch runter. Wie schnell kühlt so ein Aquarium aus? Genau. Und Fische sind wechselwarme Tiere, die können eben nicht die Temperatur halten. Das heißt, so warm wie es draußen ist, so warm ist es auch im Tier. Und das hört sich immer so harmlos an, aber stellt euch vor, ihr habt eben eure 36 Grad vielleicht und jetzt funktioniert das bei euch aber nicht. Ihr seid jetzt ein Fisch und draußen ist es kalt, weil die gemeine Heizung ist kaputt. Das ist aber richtig tropischer. Ja? Ja, aber wenn, also mal, als bei uns jetzt zum Beispiel, jetzt ist jetzt das Problem eben, die Heizung ist ausgefallen, der Raum hat 20 Grad, wir können unsere Temperatur nicht halten. Es klettert quasi nach unten, es fällt auf 20 Grad. Ja, wir würden ja spätestens bei 34 Grad Schüttelfrost oder so kriegen oder sowas in der Art. Ne? Also ja, wir würden auf jeden Fall wahnsinnig frieren und hätten da Muskelzuckungen oder so. Das heißt also, bei uns wird es ja auch dramatische Auswirkungen haben. Und so ist es beim Fisch tatsächlich auch, nur dass der sich halt schlecht melden kann. Und ein Problem ist, viele sagen dann, ja gut, wenn der jetzt der Heizer, ich sag mal, da fällt die Temperatur von 26 auf 24, dann habe ich einen neuen. Okay, wenn das alles so funktioniert, super. Geht ihr ins Internet, bestellt euch einen Heizer und die liebe Postgesellschaft bringt euch nach 2-3 Tagen euren Heizer, dann sind das 2-3 Tage ohne Erwärmung. Das geht wirklich nicht. Oder wenn ihr es an dem gleichen Tag nicht schafft oder der Heizer ist nicht verfügbar oder. Und beim Fisch ist es so, nach kurzer Zeit fängt auch ein gewisser Stress an. Ja. Und die Tiere werden krank. Und der Klassiker ist, dass eure Fische Pünktchen, also Ichthyo, bekommen. Und dann ist das Malheur noch größer. Deswegen so ein Heizstab, auch Investment meistens 20 bis 30 Euro, wäre schön zu haben. Wenn eure Fische es sowieso nicht so warm brauchen, dann ist es nicht so kritisch. Ja. Ne? Weil dann ist die Differenz zwischen Raumtemperatur und Solltemperatur ist ja dann gar nicht so groß. Und man kann sich natürlich dann auch behelfen, indem man über das Aquarium eine Decke wirft. Zum Beispiel eine Winterdecke. Ne? Eine Decke. Wirklich eine schöne, richtige Decke. Genau. Ja. Eine Decke mit zum Decken. Zum Isolieren. Oder wenn ihr Styroporplatten habt, könnt ihr die auch vormachen und. Also irgendwas, um die Temperatur zu halten. Dann kann man auch länger überbrücken. Alufolie. Alles geht. Genau. Also das muss man im Blick behalten. Thermometer hilft. Also Filter auf jeden Fall. Heizung gerne, aber kein Muss. Aber jetzt hast du den Heizer nicht geholt und den Tieren ist kalt. Was kommt als nächstes? Hast du gerade Holland schon kurz, in Not. Das hast du kurz angerissen. Was kommt denn dann? Oh, dann werden die Fische auf einmal krank, kriegen die Pusteln. Ne? Genau, so klassische Weißblütchenkrankheit. Ne? Ganz genau. Ja, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Genau, kann häufig passieren, auch bei neuem Fischbesatz. Es ist immer ein Stressfaktor. Stress kann aus verschiedenen Gründen sein. Und Neuankömmlinge haben allein schon Stress durch den Transport. Egal, wie gut ihr euch da Mühe gebt, es bleibt einfach auch beim Stressfaktor. Ich sage immer, das ist eine Art Schnupfen. Ne? Also wenn du den Schnupfen... Ein tödlicher Schnupfen, wenn du nicht behandelst. Natürlich, ein tödlicher Schnupfen. Ne? Ja. Also der Fisch, ne, jetzt hast du den Ichthyo. Ne, und es ist halt Samstag und wenn es früh erkannt wird, dann ist es auch kein Problem, dann ist es auch schnell wieder weg, aber jetzt wird es immer schlimmer, ne? Jetzt wird es immer schlimmer, es wird immer mehr, man tut nichts dagegen. Deswegen, das ist es. Genau. Costapor, das steht exemplarisch für viele Ichthyomittel. Genau, da gibt es tausend andere ja auch. Ne? Ich würde sowas immer zu Hause haben, weil wann kommt es? Samstagabend und dann ist es den ganzen Sonntag nicht behandelt und dann der ganze Vormittag, der Montagnachmittag. Schwärmer, Teilungsraten, es wird also immer nur schlimmer, so ein Schneeballsystem. Schon 2-3 Tage ist das unbehandelt und dann haben wir den Salat. Dann wird es richtig schwierig, das zu behandeln. Haben wir tatsächlich relativ häufig auch, dass Leute uns montags anrufen und sagen, ich habe da so ein Problem, seit Samstag habe ich da so abends diese Pünktchen entdeckt, die sind immer mehr geworden. Sollte ich jetzt mal langsam was tun? Dann ist immer ausdrücklich, ja, jetzt bitte sofort. Wie der Philippe schon sagt, ist wie Schnupfen, aber eben auch tödlich. Zeit ist der entscheidende Faktor. So schnell wie es kommt, so schnell geht es auch wieder, wenn man ein passendes Mittel hat. Ihr könnt verschiedene Mittel zu Hause haben, also wie eine Hausapotheke. Dann ist nur die Kunst auch zu erkennen, was es dann ist, um auch wirklich zu behandeln. Ja. Aber bei den Pünktchen ist es ziemlich eindeutig und deswegen ist dieses Mittel gegen Pünktchen, egal welches, definitiv ratsam, sich auf Halde zu legen. Also auf jeden Fall so ein Ichthyomittel würde ich immer drin haben. Und vielleicht irgendwas mit so einem Breitspektrum. Genau, deswegen haben wir das mal hingestellt. Wie viele Sachen wirkt. Es gibt ja immer so ein paar Klammern. Quasi für das meiste andere Außerpünktchen. Wenn man es nicht weiß, der Fisch scheuert sich ein bisschen komisch oder er schwimmt ein bisschen merkwürdig. Also bevor ich jetzt gar nichts mache, dann so ein Breitspektrumpräparat, da kann man nichts falsch machen mit. Wenn man es richtig dosiert, also immer Beipackzettel lesen, ist wichtig. Genau, und ungefähr das klassifizieren kann, um was es geht. Habt ihr da keine Ahnung oder sagt, ich habe null Plan davon, was es sein könnte, dann rennt er lieber zum Händler, weil an einem Parasiten ist übers Wochenende in der Regel keiner gestorben. Aber bei den Ichthyo, wie gesagt, da sieht es anders aus. Aber hier Bakterien zum Beispiel sind auch fies und schnell wirksam. Ne? Aber ihr müsst es dann erkennen. Aber mit den Pünktchen mache ich mir wenig Sorgen, dass ihr das missversteht. Das ist relativ gut zu sehen und auch gut zu unterscheiden von Odinum, also Weißpünktchen, Krankheit versus Samtkrankheit. Das sind viel feinere Punkte. Das kann man wirklich gut unterscheiden. Genau, also da sagen wir halt, das ist schon eher Pflicht. Das sollte man da haben. In der passenden Größe auch. Das ist aber auch wieder sowas, was nicht wirklich Unsummen kostet. Ne? Also so ein Präparat, was kostet das? Zwischen 5 und 10 Euro? Ungefähr so geht's los, genau.
Also da lege ich die mal hin. Das sind die Sachen, wo wir sagen, Pflicht. Pflicht, definitiv. So. Also ich finde zum Beispiel auch eine Membranpumpe Pflicht. Ja, ich definitiv auch. Ne? Warum eine Membranpumpe? Ja. Man muss zwischendurch halt mal belüften. Jetzt haben wir neue Fische, denen geht es nicht gut. Ja, atmen einfach heftig. Ne? Ihr habt ein Problem mit irgendeinem Stoff im Wasser, der den Fischen Probleme macht bei der Veratmung. Ihr habt ein Medikament verwendet und auch da kann Sauerstoff mal knapper werden. Gut belüften der Zwischenzeit. Dann steht da in vielen Beipackzetteln, bitte stark belüften oder gut belüften. Ne? Kann nicht der Filter immer unbedingt leisten. Oder auch wieder die Geschichte mit ausgefallener Pumpe. Ja, aber auch viele Präparate sagen, da musst du teilweise sogar den Filter ausmachen. Du sollst dann nur belüften. Gibt's auch. Oder du hast einen Filter mit Aktivkohle drin, du willst das aber vielleicht jetzt nicht alles rausnehmen. Dann, ne? Muss ausgemacht werden. Muss ausgemacht werden. Also grundsätzlich ist es so, das ist ja unsere Empfehlung. Die hier, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, so einen Innenfilter will ich nicht haben, dann solltet ihr euch mindestens diese Membranpumpe hinstellen. Ja. Oder eben zusätzlich. Aber das ist das absolute Minimum. Das sollte wirklich jeder im Aquarium als Reserve haben, dass wenn diese Probleme auftreten, ihr das machen könnt. Ihr könnt ja vielleicht auch CO2-Überschuss haben, ihr wollt ja, das natürlich austreiben, wäre auch ja, eine Option. Ja, Rüdiger war der Meinung, es ist zu wenig CO2. Tun wir mal dem Philippe einen Gefallen und drehen ein bisschen auf. Da gehen die Pflanzen so richtig ab. Ja, da gehen die Pflanzen richtig, da freut er sich. Ja. Ja, scheiße. Auf einmal schwimmen die Fische alle oben. Ich krieg keine Luft. Was mache ich dann? Mit Brandpuppe dran. Richtig. Na? Die gibt es übrigens auch von manchen Herstellern mit integriertem Akku. Sehr, sehr cool. Und die zum Beispiel als Beispiel kann 20 Stunden laufen krass, über Akku. Das ist krass. Das ist krass. Das ist schon echt lange. Gibt ja auch Klassiker, dass Strom ausfällt. Ja, Energieversorgerproblem, was auch immer. 20 Stunden hättet ihr damit. Was aber noch zu erwähnen wäre, Membranpumpen haben verschiedene Leistungen. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt ein 300-Liter-Aquarium hast, solltest du nicht vielleicht so eine kleine Membranpumpe für 50 Liter nehmen. Ja. Wegen Wassersäule und so. Sie sollte dann auch funktionieren, wenn du eine da hast. Genau. Also die sollte schon ein bisschen Power haben. Bei dem Set von JPL und auch bei anderen ist es so, da ist ja auch der Schlauchschaum bei und auch der Ausströmer. Das heißt, ihr habt wirklich so ein fertiges Teil dort liegen. Ihr müsst euch nichts mehr holen, das ist alles da, ne? Ja. Weil der Klassiker ist wieder, du hast eine Membranpumpe geholt und willst sie jetzt anschließen, stellst fest, warum geht da nichts? So ein Schlauch und so ein Steinchen wären ja auch noch cool gewesen, ja? Ja, definitiv. Also, so. Die ist also noch dem übergeordnet in der Wichtigkeit. Aber wie gesagt, beide sind gleichmäßig wichtig, kann man schon sagen. Aber das ist wirklich das Allerwichtigste. Also, Pflicht. Ja, also, was ich vielleicht auch noch cool fände, wäre irgendwie Teststreifen. Ja, definitiv. Also ich sage immer gerne Schätzstreifen, aber das, was sie schätzen, das kann tatsächlich auch manchmal Leben retten. Der schätzt genauer als die meisten Aquarianer und Aquarianerinnen, weil es ist natürlich so klar, man sieht, okay, der Fisch hat ein Veratmungsproblem. Die Füchse unter euch wissen sicherlich, ah, okay, das könnte ein Nitritproblem sein. Oh, oder es könnte ein Sauerstoffproblem sein. Man kann das auch so ein bisschen eingrenzen. Aber egal, wie man es eingrenzt, es ist auch unsererseits natürlich eine Schätzung. Und manchmal liegt man auch daneben. Und wenn wir diesen Tischstab nehmen und einfach gucken, okay, speziell Nitrit, ist welches drin? Ist es viel, ist es wenig? Dann kann man natürlich sagen, okay, die Veratmung, die ist echt mies bei dem Fisch. Ich habe Nitrit gemessen, auch wirklich stattlich viel. Dann weiß ich, Sauerstoff ist jetzt nicht das primäre Problem, sondern eben Nitrit. Und dann weiß ich schon wieder mehr, was ich tun kann. Also das ist schon wirklich wichtig. Wir sind ein Freund von Testkoffern, Testflüssigkeiten, ist alles viel genauer. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ihr euch für eine gewisse Zeit kostengünstig was hinlegt und vielleicht sagt ihr auch Testmuffel und sagt auch so mit dem Testen, das ist nicht so meins. Und Aquascaping ist mir auch alles egal. Ich will nur so ein paar Fische, die da rumschwimmen und die sich da wohlfühlen. Dann solltet ihr euch wenigstens trotzdem so einen ordinären Standard-Stäbchen-Test holen und den hinlegen. Der hält ungefähr verpackt. Warte, ich guck mal eben. Ich glaube, 2 Jahre schaffen die immer. Ne? Irgendwo stand das hier drauf. Ich glaube, 2 Jahre. Und wenn du den anbrichst, halbes Jahr, aber eher ein halbes. Das sind 50 Tests. Wenn du es regelmäßig machen würdest, einmal so eine Woche so ein Test, ist er schnell verbraucht und aber bist auf Nummer sicher. Soll ja also, im Prinzip jetzt wirklich nur als Notfalllösung sein. Finde ich auch wichtig, in Einlaufphasen sowas da zu haben. Jetzt bin ich so ein richtiger Fischfreak. Ne? Hm? Ich fahre Kilometer um Kilometer zu dem Fischzüchter, weil er genau den Labyrinther hat. Boah, geil. Weil er so geil ist. Ne? Ja, Megatier. Wollte ich schon immer haben. Die nehme ich mit. Ja, und dann habe ich den zu Hause. Samstagabend. Mega. Ja, toller Fisch. Reingesetzt ins Aquarium. Ja, die fütter ich ja natürlich nicht, weil der ist ja noch im Stress. Ne? Aber am nächsten Tag, da fütter ich den. Sonntagmorgen, genau. Jetzt geht's los mit jetzt der Fütterung. Ja, warum frisst er denn nicht? Ja, Moment, ich nehme jetzt erstmal das Futter, was meine Fische doch so lieben. Mhm. Ja? Und mach die Abdeckung auf. Und jetzt mache ich nicht den Rüdiger, sondern ich nehme meinen Finger. Mach das rein. Schwimmt oben, alle Fische. Nur meine 9, die gucken da und sehen sich. Ja, was nun? Okay, erster Tag unkritisch. Ja. Zweiter Tag? Ja, jetzt ist Tag. Du willst die Fische nicht weiter stressen? Warte, jetzt ist Tag der Arbeit. Ach, das ist schon wieder ein Feiertag. Das auch noch. Schon wieder Feiertag. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja nur mein Flockenfutter da.
Meinetwegen auch noch eine Futtertablette. Mhm. Jetzt geht's gehen die los. Einfach nicht dran. Jetzt warum? Verwöhnte Tiere, Import, ja. Wildfang, whatever. Ja. Es macht Sinn, dass ihr euch dann wenigstens ein bisschen Frostfutter hinlegt. Und zwar am besten ein Frostfutter, würden wir jetzt so empfehlen. Marke wieder ziemlich egal, Hauptsache hochwertig. Artemia, geht fast immer. Mhm. Mit Knoblauch, warum? Lecker. Genau. Was für uns so typisch nach Knoblauch riecht, ist für den Fisch aber auch ein Leckerbissen. Es regt die Fische an, dieses zu fressen. Und es ist dabei auch noch ein bisschen positiv von der Wirkung auch auf den Fisch. Ja, antiseptisch etc. Aber genau, oder auch gegen Parasiten soll es zum Teil ja helfen. Aber der Vorteil ist einfach, dass die Fische eine hohe Akzeptanz haben, dieses Futter zu fressen. Ihr könnt natürlich auch Lehmfutter nehmen, aber wenn es jetzt als Tipp ist, dass ihr euch was hinlegt pro forma, dann ist das hier ein Investment von 2-3 Euro. Das liegt bei euch in der Tiefkultur. Und wenn ihr feststellt, dass irgendwann das MAD-Datum naht in 1-2 Jahren, dann sagt ihr, komm, es gibt Futter. Wenn ihr das natürlich grundsätzlich euren Fischen gönnen wollt, sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, als Reserve solltet ihr immer so eine Packung da haben. 2 Euro? Ja, 2,50? 2-3 Euro irgendwie so, ja. Ne? Also finde ich okay. Eine Packung würde ich immer da haben. Ja. Wie gesagt, das ist das absolute Minimum. Oder alternativ, wenn ihr sagt, ich habe gar keinen Tiefkühler, ich kann das gar nicht. Ja, ja? Gefriergetrocknet, ne? Gefriergetrocknet. Ist nicht das. Ist okay, wird Frostfutter bevorzugen. Mhm. Auch Lehmfutter, man kann auch Lehmfutter zu Hause haben. Genau, aber mit dem Zwischenlager wird halt schwierig, ja, ne? Gerade auf lange Sicht. Bei dem, da bin ich auch kein perfekter Freund von. Ja, besser als nichts. Genau. Besser als nichts. Rote Mücken sind immer so ein bisschen im schlechten Ruf. Das ist aber nicht immer begründet, aber es ist trotzdem so, dass es natürlich eine ist, die belastet sein kann. Ja, aber ich bin da tatsächlich so auch ein Fan. Ich habe lieber 3-4 Futtersorten zu Hause. Jetzt nicht unbedingt eine Literdose, weil halbes Jahr wird ranzig, wird schlecht. Aber so 2-3 Sorten, kleine Futtersorten, würde ich schon da haben, damit man ein bisschen variieren kann. Und da sollte sowas auch mit dabei sein. Ja, das ist also euer Backup quasi alternativ. Ja. Da haben wir noch als Tipp, das ist jetzt kein Muss, das ist nur ein Tipp. Das Futter wird am besten angenommen, wenn es vorher einweicht, weil sich dann die gefriergetrockneten Mückenlarven wieder so ein bisschen aufplustern und so ein bisschen wieder aussehen wie eine richtige Larve und dann von den mäkligen Fischen auch gerne gefressen werden. Deswegen auch die rote Mückenlarve und nicht so ein Tubifex-Würfel oder sowas, weil der Fisch reagiert nun mal auf die besonders gut. Ja. Auch wenn jetzt Nahrhaftigkeit und Co. jetzt mal da angestellt ist und das Advitol könnt ihr da drauf träufeln, ne? Was ist Advitol? Vitamine. Vitamine, genau. Also Advitol ist von JPL. Es gibt natürlich auch andere Marken wieder, aber das könnt ihr da drauf träufeln. Im trockenen Zustand saugt ihr sich nämlich dann damit voll. Ja. Ja. Oder ihr macht eine Lösung aus so ein bisschen Wasser und Advitol und macht die dann da rein. Aber damit kriegt ihr auch nochmal Power ins Futter und das würde den Neuankömmlingen natürlich gut tun. Das ist aber eben nicht für eure Notfalllösung und was lege ich mir auf Halde. Das ist einfach nur ein Tipp ergänzend. Das heißt, entweder das oder das, das wäre der Pflichtteil. Ja, und last but not least. Wasseraufbereiter. Richtig. Ja. Wasseraufbereiter. Haben wir ja schon ein Video drüber gemacht. Genau, wurde ja auch kontrovers drüber diskutiert. Kommt da oben jetzt wieder was? Oh mein Gott, nicht, dass es wieder regnet. Ja? Nee, ich meine, so ein Button. Soll ich das machen? Machen wir mal an. Wir verlinken euch das mal, schaut mal hier oben, da haben wir das Video für euch. Jetzt ist es da. Genau. Bing, bing. Ich hab schon gewartet. Ja, da gibt es natürlich immer die eine Fangemeinde, die sagt, nein, Wasseraufbereiter habe ich 20 Jahre nicht gebraucht, brauche ich auch die nächsten 100 Jahre nicht, völlig egal, gar kein Problem, Wasser ist so top kontrolliert, Trinkwasserverordnung. Und die anderen, die sagen, nein, nein, ich habe schon mal Probleme gehabt und mir ist es auch einfach sicherer, Wasseraufbereiter zu verwenden. Ich will, dass es den Tieren gut geht und dass wir keine Risiken eingehen. Und die letzten Tage, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass es auch mal durchaus Umstände gibt, wo es anders läuft als sonst. Gottes, ne? Leider Gottes. Ja. Ist nicht toll, aber es ist leider passiert und hier, hätten wir jetzt keinen Wasseraufbereiter, also hätte ich zum Beispiel keinen Wasseraufbereiter gehabt, wäre es echt schief gegangen. Genau, also es gab ja in den letzten Wochen einige Unwetterlagen, zumindest jetzt zum Zeitpunkt, wo das Video gedreht wurde, wo ja der Westen Deutschlands unter anderem ja stark getroffen wurde und dort in den Gebieten, aber auch in anliegenden Gebieten war das Problem, dass eben doch geklort werden musste in vielen Bereichen. Ja. Und da, wie wir in dem anderen Video schon erklärt haben, Chlor nicht zu riechen ist, ist dann der Wasseraufbereiter eben unsere Versicherung. Und im Prinzip dann auch die Lösung. Und wenn schon der Wasserversorger chlort oder man mit Kanistern versorgt wird für Wasser, dann sollte man sich Gedanken machen. Aber sagt, sowas kann auftreten und das war jetzt ein großes Ereignis. Es gibt manchmal auch kleinere Nadelstiche, wo das ganz regional nur ist. Aber der Wasseraufbereiter würde dann helfen. Wir haben euch zwei Stück hier hingestellt. Ja, exemplarisch. Man kann natürlich auch einen anderen Hersteller nehmen. Genau. Unbedingt JBL wieder. Filtermedium finden wir deswegen so geil, weil es eigentlich nicht vergammeln kann. Filtermedien selber sind nahezu unbegrenzt haltbar, egal was da hinten drauf steht. Ja. Es wird vielleicht nicht besser, aber es wird auch nicht wirklich schlecht.
Filtermedien haben den Vorteil, dass immer dann, wenn ihr Probleme im Aquarium habt und ihr könnt sie nicht definieren und es hat immer was mit dem Wasser zu tun, Trübung, ja, aber auch die Atmung und diese ganzen Sachen. Also auf jeden, ja, Fall wird es nicht schlechter, ne? Das definitiv, aber es kann tatsächlich auch ein paar Sachen lösen. Genau, also immer dann, wenn man es nicht definieren kann und vielleicht auch die Erfahrung ein bisschen fehlt, was es jetzt ist, wo ich die Stellschraube setzen muss, dann kann man immer als erste Hilfe sagen, komm, ich mach mal Filtermedium rein. Hier von Easy Life gibt es auch andere Marken. Gib das rein, damit kann ich nämlich viele Probleme schon direkt lösen und kann mich, sag ich mal, ein bisschen weiter nach vorne robben in der Zeit. Bei dem Biotopol ist der Vorteil, das ist ja der klassische Wasseraufbereiter, der kann nicht diese ganzen Sachen so extrem binden wie das Filtermedium, aber dafür ist der besonders gut im Bereich Chlor und der hat die Schutzkolloide in großer Anzahl drin. Schleimhaut. Aloe Vera. Unter anderem. Mm. Und das wäre vielleicht auch nochmal eben das Entscheidende, was wir damit sagen wollen als Botschaft. Legt euch einen Wasseraufbereiter hin. Ja. Denn es kann immer was sein mit eurem Aquarium, chemisch betrachtet, dass mit eurem Wasser was nicht stimmt. Der gehört auch zu. Genau. Und was machst du dann, wenn was mit dem Wasser nicht stimmt und du weißt gar nicht weiter? Du kannst das Filtermedium nehmen oder du machst einen WW? Krassen Wasserwechsel. Und zwar einen krassen Wasserwechsel. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr einen Wasseraufbereiter nehmt. Ich würde sagen, wenn du so 80-90% wechselt, dann nur noch so ein Schlückchen, dass die Fische gerade noch drunter und du keinen Wasseraufbereiter da, da hast. Ne? Weil das reizt die Schleimhäute der Fische, das neue auffüllen. Die sind da so ein bisschen auch durch den Wasserwechsel gestresst. Aber man muss dann abwägen, was ist jetzt wichtiger in dem Moment, wenn da was wirklich brennt. Oder wenn ihr auch hohe Nitritwerte drin habt und habt jetzt keine wirklich lebenden Bakterien, also ich meine wirklich die lebenden aus dem Kühlschrank, die richtig was können, dann macht ihr erstmal den Wasserwechsel, um diesen Wert zu senken und auch einen krassen Wasserwechsel. Mhm. Aber dann ist der Wasseraufbereiter wichtig, dass diese Schleimhäute von den Fischen intakt bleiben. Und deswegen, so ist es, sollte ein Wasseraufbereiter bei jedem von euch zu Hause sein. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Ihr solltet euch ein spezialisiertes Futter hinlegen, wo möglichst alle Fische dran gehen. Unsere Empfehlung ist Frostfutter, wenigstens eine Tafel. Alternativ so ein gefriergetrocknetes. Ja. Lässt sich beides gut lagern auf einen langen Zeitraum. Zweite Variante, Wasseraufbereiter. Selbst wenn ihr Wasserwechselmuffel seid oder auch Wasseraufbereitermuffel seid, das bitte hinlegen, dass wenn sowas Krasses mal sein muss, ihr zumindest einen Wasseraufbereiter liegen habt. Hält sich nahezu ewig, kostet kaum etwas, ist kein großes Investment, sollte jeder einmal haben. Medikamente. Genau. Mit, bei Ichthyo zum Beispiel. Ausrufezeichen sogar, würde ich sagen. Ne? Ichthyo. Genau. Gängigste überhaupt. Wasser testen. Finden wir gut. Solltet ihr zumindest so einen Schnelltest da haben, auch wenn ihr damit nicht ganz genau testet, aber ihr wisst, was einigermaßen los ist. Genau. Und entweder oder und. Ja? Es geht also wirklich in dem Fall beides. Aber das hier, das ist das ganz Entscheidende. Sauerstoff. Ohne Sauerstoff geht im Aquarium nichts. Also dann ist für ein Fisch echt Holland in Not. Was mir jetzt gerade auffällt, wenn du das so überschlägst, lass es vielleicht ein Fuffi sein. Ja, 50, 60. Komm, wir brechen das mal runter. Wir machen jetzt wirklich die absoluten Basics. So eine Pumpe, 20, 30 Euro. Ein Täfelchen, sagen wir mal 3 Euro. Da brauchen wir dann ja nicht. Wir nehmen ja das. Geht los, vielleicht für 6, 7, 8 Euro. Das heißt, da sind wir irgendwo bei 20, 30, 30, 40, 50. Die muss nicht in der Größe wahrscheinlich sein. Ja, 50, 60 Euro und ihr seid am Start. Ja. Und es hält sich alles fast ewig. Ja, ganz genau. Das ist unsere Empfehlung. Hält euch viel Stress vom Hals und schützt eure Fische. So ist es. In diesem Sinne. Bis dann.